Uns lacht das Glück. Ich hatte locker in Berlin. Werden die Deutschen sehen, was sie wirklich entfesselt haben. Inmitten all des Bluts, der Kugeln und der Toten, fand ich, dass ein alter Freund noch sehr lebendig war. Dmitri Petrenko. Bei der Belagerung von Stalingrad ist er dem Tod oft von der Schippe gesprungen. Solange er lebt, wird auf das Herz dieser Armee schlagen. Wir können stolz auf ihn sein. Finde ich auch. Jetzt, da die Verteidigung bei Selo durchbrochen ist, steht nichts mehr zwischen der Roten Armee und Berlin. Auf nach Berlin? Jawohl. Jeden Tag dringen wir tiefer ins deutsche Gebiet ein. Jeden Tag wird ihr Wille durch ihre Verzweiflung schwächer. Wenn unser Zug Berlin erreicht, werden sie sich nirgends verstecken können. Start! Der Ring aus Stahl! 23. April 1950. Wir feiern den Tag mit einer Salve Katyusha-Raketen, die Berlin zerfetzen werden! Ja, dann mach raus hier. Und worauf warten wir? Oh. Alles klar. Angriff. Immer weiter! Immer weiter! Ja. Mit den Panzern vorrücken! Genau. Nutzt sie als Deckung! Natürlich! Vorrücken! Oh, genau, jetzt wird noch getubt hier. Waffen mag ich auch. Ich bin gut, die Wurst. Da ist die Munition ist schon fast wieder alle von der Waffe. Ja, ich habe ja noch Hoffnung, dass ich noch was aufhebe. Autsch! Was tust du denn hier? Hier für dich. Scheiße. Vorwärts, Genossen! Kämpf dich durch das Bürogebäude. Oh.
Okay. In Deckung! Kommen all die Truppen her! Nee, das will ich jetzt nicht. Ah, wir kommen gut voran hier im Gebäude. Bewegung, ihr Schweine! Na kommt schon, Feiglinge! Nein! Bitte! Wir ergeben uns! Bitte! Bitte! Boah! Ich bitte Sie! Okay. Wie sollen wir vorrücken? Boah, so geht's. Den habe ich sogar erwischt. Deckung suchen. Hä? Wo ist meine Deckung? Ich sehe nichts. So, was haben wir denn noch hier für Waffen? Oh, da haben wir sie wieder. Ich liebe diese Waffe auch so. So, jetzt muss ich da mal runter. Oh Gott. Wie geht das Ganze? Oh Mann. Oh, so viel Muni. Verdammt. Okay, dann müssen wir mal tauschen. Autsch. Boah. Scharf. Mal hier rein. Hier stinkt alles nach Albträumen und Wahnsinn. Aber nur Verrückte würden sich uns in den Weg stellen. Weiter vorwärts! Weiter schießen! Hier entlang, nach oben! Dimitri, schnapp dir deine Schrotflinte. Wir werden sie auf kurze Distanz ausschalten. Sicherlich! Durchhalt, Männer, wir machen die fertig. Ah, da ist ein bisschen mehr Munition drin. Ah. Ah, doch, bleiben wir dabei. Hört jemand was? Nein. Dann ist es nicht. Vorsichtig. Schnell! Feindliche Infanterie! Ich will!
bisschen reinsprayen hier. Verdammt, oh, da ist noch einer. Oh. Weg, weg, geh weg! Die will ich. Mach mal doch. Da! Auf dem Dach! Mach dir eine Fertig! Ist jetzt erwischt? Ich hasse Tuber. So, für dich. Ich habe gedacht, die wäre nicht in meiner Nähe. Das war wohl nichts. So, okay, dann halt noch mal. Auf dem Dach! Mach mir eine Party! Hört ihr, einer nach dem anderen! Feindliche Infanterie! Sterb! Die Muni, die Muni. Oh. Okay. Haben wir 41, dann haben wir 27. Die Waffe haben wir nicht so oft gehabt. Also nehme ich die auch. Muss ich machen? Sichern Sie die Anstalt, okay. Ist doch gar keine Gegner mehr da, oder? Ist doch gar keiner. Worauf schießt ihr? Nee. Okay. Was nervt immer das Warten, bis sie endlich explodieren. Aber wir haben es ja geschafft. Habe ich getan. Ist erledigt. Wo kam das denn jetzt her? War da noch einer? Granate! Schnell weg! Granate! Eine Fresse, nee. Wo kommen nur all die Truppen her? Uiuiui, ich lebe noch. Finde ich gut.